20. Januar, jeweils von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr, an dem Campus, an dem ihr studiert. Genau, ihr findet die ganzen Informationen auch nochmal auf den jeweiligen Uni-Websites. Genau, geht auf jeden Fall wählen. Die Wahlbeteiligung an den Universitäten ist immer erstaunlich gering. Das sollten wir mal ändern. Außerdem, dass ihr Bescheid wisst, der Test ist jetzt vorbei. Der dritte, der hat um 18 Uhr geendet. Also hoffentlich habt ihr den alle gemacht. Und die Vorlesung von letzter Woche ist noch nicht hochgeladen, wie manche von euch gemerkt haben. Da kommt noch eine E-Mail an euch, aber die wird im Laufe der Woche hochgeladen und dann könnt ihr euch die nachträglich anschauen oder nochmal anschauen oder wie auch immer. Genau, ich glaube, das war's von mir und dann würde ich an Franziska übergeben, die Emil vorstellen wird. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir kommen heute zum 12. Teil unserer Ringvorlesung mit dem Titel Loss, Damage and Reparative Justice. Welche Bedeutung hat reparative Gerechtigkeit in der Klimakrise? Wir wissen, durch die Klimakrise entstehen massive, irreparable Schäden und Verluste, etwa bei Dürren, Überschwemmungen oder Stürmen. Und dazu gehören der Verlust menschlichen Lebens, von Kulturgütern und von Artenvielfalt. Wir wissen auch, die Verantwortung für all diese Akte der Zerstörung ist historisch unterschiedlich verteilt. Verantwortung und Betroffenheit klaffen auseinander. Wer oft als vulnerabel bezeichnet wird, der ist das nicht automatisch, sondern genau deswegen, weil Klimawandel, Landraub, Umweltzerstörung, Kolonialität die Lebensräume unsicher und fragil gemacht haben. So wie man das zum Beispiel gerade dieses Wochenende in der englischen Tageszeitung The Guardian für das Beispiel Haitis nachlesen konnte. Aber was bedeutet in dem Zusammenhang Klimaschuld und wie lässt es sich nachweisen? Welche Rolle spielt Kolonialismus und wie oder ob lässt sich Gerechtigkeit wiederherstellen? Wir freuen uns sehr, dass zu diesen Fragen heute Imé Itouen bei uns zu Gast ist und wollen Sie ganz herzlich hier begrüßen. Imé Itouen ist Sozialwissenschaftlerin und Umweltwissenschaftlerin. Sie ist Teil des Lehrstuhls zur globalen Klimapolitik an der Universität Hamburg und sie ist im Black Earth Collective, einem ja, antikolonialen Klimabündnis, aktiv. Und Imés besonderes Interesse gilt Rassismus und kolonialen Kontinuitäten in Klimapolitik, Energiewendeprozessen und Klimagerechtigkeitsbewegungen. Wer noch mehr von ihr nachlesen möchte nach dem Vortrag und begeistert ist und mehr wissen möchte, dem oder der kann ich beispielsweise ihre neueste Publikation empfehlen, die sie gerade zusammen mit Lisa Tatohei bei der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben hat. Der Elefant im Raum: Umweltrassismus in Deutschland, Studien, Lehrstellen und ihre Relevanz für Klima- und Umweltgerechtigkeit. Außerdem kann man Imé bei Open Spotify hören, im Podcast 1,5 Grad, ebenfalls zum Thema, was hat Rassismus in der Klimakrise zu tun? Genau, damit höre ich auf und gebe das Wort sehr gerne an Imé Itouen weiter. Imé, wir freuen uns sehr, dass du uns heute zu Gast bist und wir sind alle super gespannt auf deinen Vortrag. Du hast das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch über reparative Gerechtigkeit in der Klimakrise sprechen zu können und natürlich auch über Loss and Damage. Ich werde jetzt mal versuchen, hier meinen Bildschirm freizugeben und würde mich über ein kleines Zeichen, dass es geklappt hat, freuen. Vielleicht kann, seht ihr die Präsentation, hat es geklappt? Ja, wir sehen die Präsentation. Sorry, Franziska hat Daumen hoch gemacht. Ja, das sehe ich gar nicht. Okay, alles klar, prima, danke schön. Ja, ich muss mich ja gerade mal einrichten. Okay, also, es geht um Loss, Damage und reparative Gerechtigkeit und natürlich um die Frage, welche Bedeutung reparative Gerechtigkeit in der Klimakrise hat. Und beginnen möchte ich mit einem Ausschnitt aus einem Artikel von dem Journalisten David Wallace Wells. Und diese Ausschnitte basieren auf Gesprächen, die er auf der COP26 jetzt im letzten November mit zwei Klimaaktivistinnen geführt hat. Einer davon ist Desha Ravi. Sie wurde 1998 in Tiptur, Indien, geboren, wo bis 2050 selbst bei einem moderaten Szenario die Zahl der Tage im Jahr, an denen die Temperaturen eine tödliche Schwelle überschreiten, auf nahezu 100 ansteigen dürfte. Nur einige hundert Kilometer weiter südlich wird diese tödliche Schwelle bereits an 100 Tagen erreicht und voraussichtlich auf 200 Tage im Jahr steigen. Oladosu Adeniki
27, wurde 1994 in Abuja, Nigeria geboren, wo im September 2021 abermals tödliche Überschwemmungen mehr als 100 Häuser zerstörten. In Lagos verursachen die Überschwemmungen jedes Jahr Kosten in Höhe von schätzungsweise 4 Milliarden Dollar. Oda Dussou nennt den Klimawandel eine Pandemie, die wir nicht isolieren und nicht unter Quarantäne stellen können. 2021, das zeigen erste Analysen, war vermutlich das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Bilder von extremen Wetterereignissen wie Wirbelstürmen, Waldbränden und Überschwemmungen haben uns natürlich auch medial beschäftigt. Meistens erfahren wir nach solchen extremen Wetterereignissen nur von den unmittelbaren Folgen. Also hier zum Beispiel am Beispiel von Zyklon Amphan, der Mai 2020 im Golf von Bengal wütete, hören wir dann zum Beispiel über die Schadenshöhe, die bemessene Schäden an Infrastruktur. Wir hören vielleicht auch, wie viele Menschen vertrieben wurden und wie viele Menschen ihr Leben verloren haben im Zusammenhang mit solch einem Extremwetterereignis. Aber selten erfahren wir später noch, wie sich diese Ereignisse mittel- oder langfristig in das Leben von Menschen einschreiben. Noch wissen wir natürlich nicht, ob und welche klimatischen Rekorde dieses Jahr gebrochen werden. Aber wir wissen, dass unsere Generation unabhängig davon, wie warm genau 2022 sein wird, auch dieses Jahr rückblickend als eines der kühlsten erinnern wird. Der Geisteswissenschaftler Rob Nixon beschreibt Klimawandelfolgen als Slow Violence, also als eine Form langsamer Gewalt. Damit beschreibt er eine Gewalt, die sich dadurch auszeichnet, dass der Ursprung und die Folgen sowohl zeitlich als auch räumlich getrennt sind. So sind zum Beispiel jetzt bei Klimawandelfolgen, die wir heute erleben, sind diese ja ein Resultat vergangener Emissionen. Und sie treten nicht zwangsläufig dort auf oder eigentlich eher selten dort auf, wo sie entstanden sind. Also diese Verbindung sozusagen von Raum und Zeit ist entzerrt und entkoppelt. Das Verheerende an dieser Gewalt ist, dass sie dadurch, dass eben halt Folgen und Ursachen so auseinandergehen, sie oftmals gar nicht als Gewalt erkannt wird. Also Slow Violence sozusagen wird auch gerade dadurch, dass sie sich so langsam vollzieht und dadurch, dass sie nicht unbedingt dort auftritt, wo sie ihren Ursprung hat, wird sie auf eine gewisse Art und Weise unsichtbar. Diese in die Klimakrise eingebettete Gewalt stellt uns vor eine besondere Herausforderung, die Rob Nixon mit der Frage zum Ausdruck bringt: How do we bring home and bring emotionally to life threats that take time to wreak the havoc? Threats that never materialize in one spectacular, explosive cinematic scene. Also, wie bringen wir uns Bedrohungen emotional nahe, die Zeit brauchen, um ihre Verwüstung anzurichten? Und die sich halt eben nicht in einer einzigen spektakulären, explosiven Szene materialisieren. Wir wissen natürlich, dass die aktuellen Klimawandelfolgen auf vergangene Emissionen zurückzuführen sind. Der Wirtschaftsanthropologe Jason Hickel berechnet, dass der globale Norden für 92% der Emissionen verantwortlich ist, die planetarische Grenze von 350 Parts per Million atmosphärischer CO2-Konzentration überschreiten. Insgesamt wurden 60% aller historischen Emissionen in den letzten 38 Jahren produziert. Das heißt, insgesamt wurden 60% aller historischen Emissionen innerhalb der Lebenszeit der meisten Deutschen produziert. Die Gewaltförmigkeit, die Rob Nixon in diesem Begriff Slow Violence zum Ausdruck bringt, kommt auch in den Ergebnissen einer kürzlich durchgeführten US-amerikanischen Studie zum Ausdruck. Demnach produzieren 4 US-Amerikanerinnen in ihrem Leben so viel Kohlenstoff, dass ein Mensch an einem anderen Ort, höchstwahrscheinlich im globalen Süden, daran sterben könnte. Wir wissen, da gab es ja letztes Jahr eine sehr spannende Studie, auch von Oxfam, dass Reichtum in der Regel mit einem höheren CO2-Ausstoß einhergeht. Wer mehr Geld hat, kann mehr konsumieren und tut das in der Regel auch. Aber wir machen uns seltener bewusst, dass der Reichtum selbst auf Emissionen basiert.
Der Soziologe Matthew Söhner formuliert es so: Die gesamte westliche Industriegeschichte wurde von diesem Muster beherrscht. Dass Emissionen entstehen durch Wirtschaftswachstum und Wirtschaftswachstum entsteht durch Emissionen, also beziehungsweise durch die Prozesse, die den Emissionen zugrunde liegen. Somit sind Treibhausgase, das sagt Söhner, sowohl auf staatlicher als auch auf individueller Ebene in unseren Wohlstand eingebettet. Die globale Ungleichverteilung von Wohlstand und historischen Emissionen hängt also zusammen. Es ist kein Zufall, dass diese Verteilung der historischen Emissionen, wie sie Jason Hickel sozusagen uns auch in dieser Grafik dargestellt hat, einhergeht mit dem Pro-Kopf-Wohlstand, den diese Karte abbildet. Also dass es da gewissermaßen eine Korrelation gibt. Menschen und Länder mit einem hohen Wohlstand haben von den Emissionen profitiert, beziehungsweise den darunterliegenden Prozessen. Die Ärmsten sind heute diejenigen, die praktisch nicht von den Emissionen profitiert haben und infolgedessen nicht über den Wohlstand verfügen, um sich vor den Folgen der Emissionen, also um sich vor Klimawandelfolgen zu schützen. Und an dieser Stelle, wie Franziska schon angekündigt hat, möchte ich noch mal kurz unseren Blick dafür öffnen, dass Versklavung und Kolonialismus und Imperialismus auch mit der Klimakrise verknüpft sind. Dass enorme Kapital und die Infrastruktur, nämlich die aus Sklaverei oder Versklavung und Kolonialismus hervorgegangen sind, waren ein entscheidender Grundstein für die Industrialisierung und die dafür notwendigen Technologieinvestitionen. Der Profit aber, also das Kapital, das aus Versklavung und Kolonialismus sozusagen gewonnen wurde, ist quasi aus den Ländern des globalen Südens abgeschöpft worden und wurde im globalen Norden akkumuliert. Das Beispiel von Indien macht das nochmal sehr gut deutlich. Forschungen zeigen, dass Großbritannien zum Beispiel allein in Indien zwischen 1765 und 1938 45 Billionen Dollar geraubt hat. Also 45 Billionen US-Dollar. Indiens Anteil an der Weltwirtschaft schrumpfte infolgedessen damals von 27 auf 3%. Der Wohlstand des globalen Nordens kann also nicht losgelöst von Versklavung und von Kolonialismus verstanden werden. Und genauso wenig können wir den Mangel an finanziellen und technischen Ressourcen auf Seiten der ehemals kolonisierten Länder außerhalb dieses gesellschaftlichen oder dieses geschichtlichen Kontext viel mehr verstehen. Warum ist das mit Blick auf das heutige Thema reparative Gerechtigkeit und auch mit Blick auf Loss and Damage wichtig? Wenn wir die Gewaltförmigkeit nachvollziehen, die der Klimakrise zugrunde liegt, setzt das eine Auseinandersetzung mit reparativer Gerechtigkeit voraus. Und dann müssen wir uns auch vor Augen führen, dass Länder des globalen Südens erstens weder von den historischen Emissionen profitiert haben und noch infolgedessen gewissermaßen auch heute über die Ressourcen verfügen, um sich vor den immensen Folgen dieser Emissionen zu schützen. Um diesen Zusammenhang zu visualisieren, also diesen Zusammenhang zwischen historischen Emissionen und also der Verantwortung auf der einen Seite und Betroffenheit auf der anderen Seite, greife ich immer gerne auf diese Karten zurück. Hier sehen wir nämlich die Karte verzerrt nach entsprechend der nationalen historischen Emissionen. Und wenn wir uns diese Karte anschauen, hier ist die Karte verzerrt nach den Todesfällen, den klimabedingten Todesfällen im Jahr 2007, dann sehen wir sozusagen fast eine direkte Umkehr der Verzerrung. Nach Schätzungen des Climate Vulnerability Forums kommen derzeit ca. 400.000 Menschen im Zusammenhang mit Klimawandelfolgen ums Leben. Diese Diskrepanz zwischen Verantwortung auf der einen Seite und Betroffenheit auf der anderen Seite stellt uns jetzt und natürlich auch erst recht in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zunehmend vor moralische Fragen. Ein Ansatz, den ich richtungsweisend finde, um uns diesen moralischen Fragen auch anzunähern, ist der reparativen Gerechtigkeit.
Völkerrechtlich beschreibt Reparation, dass ein entstandener Schaden den Geschädigten gegenüber rückgängig gemacht wird oder, falls dies nicht möglich ist, der Schaden so gut wie möglich behoben wird. Der Begriff Klimareparation wurde 2009 von der Juristin Maxine Burkett geprägt und beinhaltet drei kritische Elemente. Das erste Element sozusagen ist eine Entschuldigung. Und dazu gehören auch Aspekte wie Wahrheitsfindung, Wahrheitserzählung und die Herstellung eines öffentlichen Bewusstseins über die verursachten Schäden gegenüber den Geschädigten. Das zweite Element ist Kompensation und damit ist gemeint oder Entschädigung. Und damit ist eine finanzielle oder sonstige Entschädigung gemeint, die der Entschuldigung tatsächliches oder symbolisches Gewicht verleiht. Das dritte Element ist die Garantie der Nichtwiederholung. Das spricht eigentlich für sich. Der Ansatz Klimareparation adressiert somit zum einen quasi rückblickend die Auswirkungen vergangenen Unrechts und zum anderen auch nach vorne gerichtet adressiert oder wird sagen, eine Korrektur vorgenommen, die verhindert, dass es zu einer Wiederholung dieser Beschadung gegenüber den Geschädigten kommt. Diese drei Elemente der Klimareparation machen aus meiner Sicht auch deutlich, dass der Prozess hin zu Klimareparation hier als ja sowohl so verstanden wird, dass er sowohl eine materielle als auch eine immaterielle Dimension hat. Und damit bietet der Ansatz Klimareparation etwas, das Gerichtsverfahren und finanzielle Wiedergutmachung allein in der Regel meistens nicht leisten können, nämlich die Kommunikation über ein gemeinsames Verständnis der Verletzung und der Verantwortung. Um vielleicht noch kurz ein paar spannende Beispiele zu nennen, die aktuell unter dem Stichwort Klimareparation diskutiert werden, finde ich sehr spannend, Forderungen zu Landrückgabe, insbesondere von indigenen Communities, auch Forderungen zu der Einführung eines Klimapasses oder Universal Passports, auch das gerade angesichts klimabedingter Migration und natürlich die Anerkennung, die Forderung nach Anerkennung von Loss and Damage, die jetzt auch unter dem, ja, oder mit dem Satz Show us the money bei der COP26 in Glasgow nochmal sehr stark gemacht wurde. Loss and Damage ist ein Begriff aus der Versicherungsbranche, der im klimapolitischen Kontext für Verluste und Schäden durch Klimawandelfolgen steht. Verluste sind völlig und unwiderrufliche Schäden, also letztendlich irreparable Schäden. Und dazu gehört der Verlust von Menschenleben, der Verlust von Lebensräumen, Kulturen, Territorien und das Aussterben von biologischen Arten. Ja, Verluste zeichnen sich also dadurch aus, dass sie dauerhaft sind und sich nicht rückgängig machen lassen. Schäden sind reversibel, das heißt, sie können repariert werden. Und klassische Schäden sind finanzielle Einbußen oder Schäden an Infrastruktur. Das Besondere an diesem Begriffspaar ist, dass Schaden ein juristischer Begriff ist und sozusagen auf ein Delikt verweist. Und damit ist Schaden gebunden an Haftung. Und dass Haftung natürlich aus einem Delikt folgt, also Schaden sozusagen folgt aus einem Delikt. Und aus einem Delikt wiederum können sozusagen auch Schadensersatzansprüche abgeleitet werden. Und genau aus diesem Grund ist Loss and Damage interessant im Sinne reparativer Gerechtigkeit, also gerade auch der zweiten Dimension von finanzieller Entschädigung. Und auch aus diesem Grund ist Loss and Damage natürlich in der Klimapolitik, in der internationalen Klimapolitik ein sehr umkämpftes Thema. Loss and Damage wird nämlich von Ländern des globalen Südens oder Delegierten oder VerhandlerInnen des globalen Südens oftmals verknüpft mit Haftung und Kompensationsforderungen. Und es wird also sozusagen auch mit, ja, dieses Begriffspaar oder diese Bedeutung
auch genutzt, um Haftungsansprüche in die internationale Klimapolitik zu tragen, insbesondere natürlich für klimabedingte Verluste und Schäden aufgrund der historischen Emissionen der Industrieländer. Diese Forderungen können sich auf zwei Grundsätze im internationalen Recht stützen. Das eine ist das Prinzip des No Harm, das Schadensverbot, wonach ein Staat verpflichtet ist, die Gefahr von Umweltschäden zu verhindern, zu verringern und zu kontrollieren. Und das zweite ist das Prinzip Polluter Pays. Das Verursacherprinzip weist die Verantwortung für die Kosten der Bewältigung von Schäden, vor allen Dingen an der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt, eben den Verursachern zu. Also wie das Prinzip schon sagt, Polluter Pays. Zu einem gewissen Grad findet die Anerkennung dieses Polluter Pays-Prinzip bereits in der wird dieses Prinzip quasi schon in der Klimarahmenkonvention anerkannt. So. Das Prinzip der Common but Differentiated Responsibilities, also sozusagen der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeit, auf Englisch auch mit CBDR abgekürzt, ist seit 1992 in der Klimarahmenkonvention verankert. Und damit wurde letztendlich auch anerkannt, dass die Größe der historischen Dimension, also die Größe der historischen oder das Maß der historischen Emissionen auch ein Maßstab sein soll für die Verantwortung für Mitigation, also für Klimaschutz. Industrienationen haben entsprechend des CBDR-Prinzips eine besondere Verantwortung für Mitigation, also für Klimaschutz, und auch für die Unterstützung von Ländern des globalen Südens bei Adaptionsmaßnahmen anerkannt. Loss and Damage, also Verluste und Schäden, sind erst seit dem Pariser Abkommen neben Mitigation und Adaption, also als dritte Säule der internationalen Klimapolitik anerkannt. Vorher gab es die zwei Säulen, Mitigation und Adaption, und seit dem Pariser Abkommen ist auch Loss and Damage als dritte Säule verankert. Wie gesagt, Loss and Damage ist ein umkämpftes Thema, bei dem es einen großen Verhandlungsgraben zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden gibt, eben halt weil der globale Norden fürchtet, dass die Anerkennung von Loss and Damage die Tür für Entschädigungsforderungen seitens des globalen Südens öffnet. Und diese Befürchtung trägt dazu bei, dass Loss and Damage auch erst so spät offiziell als dritte Säule in der Klimarahmenkonvention anerkannt wurde oder auch verankert wurde. Das Gremium, das sich innerhalb der Klimarahmenkonvention mit Loss and Damage beschäftigt, definiert Loss and Damage als die negativen Auswirkungen von Klimaschwankungen und Klimawandel, die trotz globaler Klimaschutzbemühungen und lokaler Anpassungsbemühungen auftreten. Auf Englisch heißt es auch öfter, dass Loss and Damage beyond Adaptation ist, also Loss and Damage über Anpassung hinausgeht. Was das bedeutet, oder was es bedeutet, sich angesichts zunehmender Klimawandelfolgen auf Verluste und Schäden einstellen zu müssen, vielmehr, das wissen niedrig liegende Inselstaaten wie die Malediven, Tuvalu oder Kiribati vermutlich am besten. In den nächsten Jahrzehnten könnten bereits große Teile ihrer Küsten durch den Meeresspiegelanstieg verloren sein. Der pazifische Inselstaat Kiribati war 2014 das erste Land, das in einem anderen Staat, nämlich auf einer circa 2000 Kilometer entfernten Insel Fidschis, Land gekauft hat, um in der Zukunft einen Teil der 100.000 EinwohnerInnen umsiedeln zu können oder damit mit diesen Flächen verlorene Anbauflächen kompensieren zu können. An diesem Beispiel sehen wir sehr stark die unterschiedlichen Dimensionen von Verlusten und Schäden. Auf der ökonomischen Ebene entstehen zum Beispiel in diesem Fall jetzt große Kosten für den Landerwerb, für die Umsiedlung, für den Aufbau neuer Strukturen oder neuer Infrastruktur. Und gleichzeitig entstehen natürlich auch auf nicht ökonomischer Ebene
große Verluste, wie zum Beispiel der Verlust von Land, von Sprache, also gerade wenn es vielleicht auch Gemeinschaften auseinanderbrechen, der Verlust von Identität, Kultur oder Wissen. Es ist für uns wahrscheinlich ja, kaum vorstellbar, für mich zumindest nicht, was es heißt, seit Generationen vielleicht ein Fischerinnenvolk zu sein, an der Küste zu leben und hunderte, vielleicht tausende Kilometer entfernt umgesiedelt zu werden. Vielleicht ohne dann Verbindung zu dem Ancestral Land, ohne Verbindung zu der Heimat, ohne Verbindung zu den Grabstätten der Vorfahren. Vielleicht auch sogar ohne Verbindung zum Meer oder Möglichkeit zu fischen oder dieses Wissen über Fischen oder über Fischfang weiterzugeben. Und dieses Schicksal, gegen das Menschen auf den pazifischen Inseln natürlich entschieden kämpfen, spiegelt sich einfach auf jeden Fall in den internationalen Klimaverhandlungen wider. Menschen auf den pazifischen Inseln sind, oder gerade auch von den niedrig liegenden Inseln, insbesondere auch von den pazifischen Inseln, sind sozusagen, kämpfen an vorderster Front auch in der internationalen Klimapolitik gegen oder für Klimaschutzmaßnahmen, für auch so Gerechtigkeitsmechanismen wie zum Beispiel Loss, also die Anerkennung von Loss and Damage. Wenn wir uns diese ja, enormen nicht ökonomischen Verluste, wie der Verlust von Kultur, von Territorium und so weiter, vor Augen führen, wird natürlich deutlich, dass keine Geldsumme diese Verluste jemals fassen werden kann. Denn ja, wie sollen wir auch sagen, nicht wirtschaftliche Verluste, wie der Verlust von Kultur, von Traditionen oder auch das Entstehen von generationsübergreifendem Trauma in einer Geldsumme zusammenfassen. Und trotzdem ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen, also mit der Frage der Kompensation, der Entschädigung. Denn ohne, dass diese Frage explizit gestellt wird, besteht die Gefahr, dass in diesem globalen ökonomischen System, das zum Beispiel die Kosten für Versklavung, für Kolonialismus, für Imperialismus seit Jahrhunderten externalisiert, am Ende auch wieder der globale Süden quasi per Default auch diese Kosten schultern muss. Untersuchungen gehen davon aus, dass sich allein die wirtschaftlichen Kosten für Loss and Damage im globalen Süden bis 2030 auf 300 bis 580 Milliarden US-Dollar pro Jahr belaufen werden. Das ist natürlich krass angesichts dessen, auch dass Loss and Damage aktuell gar nicht von der Klimafinanzierung abgedeckt wird. We are drowning, we are fighting, we're not drowning, we are fighting. Vor diesem Hintergrund wird natürlich klar, warum gerade die Inselstaaten unermüdlich für finanzielle Mittel kämpfen. Ich möchte kurz drei Wege aufzeichnen, wie Menschen bzw. Länder des globalen Südens aktuell verfolgen, um Zahlungen finanzieller Entschädigung zu bewirken. Und ich glaube, über den Vortrag von Bruder Behrin seid ihr wahrscheinlich auch schon mit dem ersten Fall auf jeden Fall dieser Unternehmensklage vertraut. Dabei handelt es sich um die Klage des Landwirts Saul Luciano aus der peruanischen Stadt Huaraz, der 2015 oder die 2015 vor einem deutschen Gericht eingereicht wurde. Und diese Klage richtet sich gegen den Energiekonzern RWE, weil ja, die Heimatstadt, weil in Huaraz, der Heimatstadt von Saul Luciano, infolge des Klimawandels großmaßstäbliche Überschwemmungen drohen. RWE könnte für seine Verantwortung an den historischen Emissionen, immerhin sind das knapp 0,5%, zu Kompensationszahlungen entsprechend dieser historischen Verantwortung verpflichtet werden. Ob es aktuell möglich ist, vor internationalen Gerichtshöfen gegen Staaten zu klagen, das möchte eine Kommission von drei Inselstaaten, Tuvalu, Palau und Antigua und Barbados,
derzeit prüfen. Die Kommission hat sich offiziell im November 2021 am ersten Tag der COP26 in Glasgow gegründet. Und ihr Ziel ist es, eine Anfrage oder ihr erster Schritt ist es, eine Anfrage an den Internationalen Seegerichtshof zu richten, um ein Gutachten zu bewirken, das Auskunft darüber geben könnte, ob eine Schadensersatzklage gegen einen Staat für die Erwärmung zum Beispiel der Ozeane durch Treibhausgasemissionen vor einem internationalen Gericht eine Chance hat oder überhaupt von einem Gericht angenommen werden würde. Im Rahmen der internationalen Klimapolitik könnte sich über die Verknüpfung, wie ich schon gesagt habe, zwischen Loss and Damage und Haftungsansprüchen, also Kompensationsforderungen, auch einen Weg finden lassen für finanzielle Entschädigungen. Auch hier sind die Hürden natürlich hoch, aber ein Verhandlungsergebnis im Rahmen dieses politischen Prozesses, im Rahmen der Klimarahmenkonvention, verspricht eine breitere Wirkung zu entfalten, weil anders als die juristischen Wege eine politische Lösung alle Industrienationen in die Pflicht nehmen würde und sich sozusagen nicht nur gegen einen Staat oder gegen ein Unternehmen dann richtet. Und genau aus diesem Grund, weil Industrienationen befürchten, dass sich mit der Anerkennung von Loss and Damage die Tür für Entschädigungsforderungen öffnet, wird Loss and Damage auch von den Industrienationen als große Bedrohung wahrgenommen und jegliche Fortschritte in die Richtung nach Möglichkeit blockiert. Wie kam es also trotzdem zu der Anerkennung von und Verankerung von Loss and Damage in der Klimarahmenkonvention bei der COP19 2013 in Paris, in Warschau? Das lässt sich am besten vor dem Hintergrund verstehen, dass 2013 zu der Zeit, also kurz vor der COP, der Wirbelsturm Haiyan über die Philippinen oder in den Philippinen für massive Zerstörungen sorgte. Und am ersten Tag der COP der philippinische Delegierte Jeb Sanyo eine Rede hält, in der er erklärt, dass er in den Hungerstreik tritt für die gesamte Dauer der Klimaverhandlungen, bis konkrete Zusagen zur Klimafinanzierung gemacht wurden und bis ein Mechanismus für Loss and Damage etabliert wird. Einige Delegierte und zivilgesellschaftliche BeobachterInnen haben sich ihm angeschlossen. Und so konnte es, also nur eigentlich, glaube ich, mit diesem Druck konnte es letztendlich auch geschafft werden, dass in den letzten Stunden der COP eine Einigung auf die Einrichtung eines Mechanismus für Verluste und Schäden erzielt wurde. Und das ist der sogenannte WIM, also der Warsaw International Mechanism, also der Warschauer internationale Mechanismus für Loss and Damage. Und dieser sollte sich oder soll sich immer noch auch mit klimabedingten Schäden, insbesondere in Ländern des globalen Südens, befassen. Mit der Einrichtung des WIM wird Loss und Damage damals erstmalig und das ist im Jahr 2013, also 20 Jahre nach Ratifizierung der Klimarahmenkonvention, wird Loss and Damage damit offiziell anerkannt und eigenständig von Mitigation und Adaption adressiert. 2 Jahre später wird mit dem Artikel 8 des Pariser Abkommens Loss and Damage als dritte Säule neben Mitigation und Adaption in der internationalen Klimapolitik verankert. Und auch das natürlich nicht ohne großen Widerstand seitens der historischen Emittenten. Zuvor, in den Abkommen zuvor, hatten die einzelnen Artikel jeweils ihren eigenen Titel. Also dieser hätte Loss and Damage geheißen. Aber weil Länder des globalen Nordens befürchteten, dass ein Artikel, der den Titel trägt, Loss and Damage, dass so ein Artikel zu viel symbolisches oder auch eventuell juristisches Gewicht haben könnte, wurden alle Artikel in dem Pariser Abkommen nur mit Nummern versehen. Und so heißt der Artikel Loss and Damage Artikel 8. Und zusätzlich zu dieser Sicherheitsvorkehrung hat der globale Norden sozusagen in Absatz 52 des Begleitbeschlusses des Pariser Abkommens sich auch noch weiter abgesichert. Und in diesem Artikel 52 steht, dass der Artikel 8 keine Haftungs- oder Entschädigungsansprüche beinhalten oder begründen soll.
Und hier wird auch nochmal wieder ganz deutlich dieses Tauziehen deutlich zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden bei diesem Thema. Und das natürlich mit einer sehr ungleichen Kräfteverteilung oder einer sehr ungleichen Machtverteilung. Wenn wir uns jetzt nochmal den WIM angucken und die Aufgaben des WIMs, dann also ist die erste Aufgabe die Verbesserung des Wissens zu Loss and Damage, die zweite Aufgabe, die der WIM die der WIM bekommen hat, ist die Stärkung des Dialogs und der Koordination. Und die dritte Aufgabe des WIMs ist die Verbesserung von Maßnahmen und Unterstützung, einschließlich der Finanzierung von Verlusten und Schäden. Und gerade dieses dritte Element, also oder diese dritte Aufgabe, die der Finanzierung von Verlusten und Schäden, also die Unterstützung dessen, hat das, wurde letztendlich sträflich vernachlässigt. Zahlreiche Vorschläge gab es auf Seiten des globalen Südens, die ich persönlich zumindest sehr spannend finde. Es gab zum Beispiel den Vorschlag, einen Treuhandfonds einzurichten für Loss and Damage, der finanziert wird durch Einzahlungen der Industrieländer, entsprechend der historischen Emissionen und entsprechend der Zahlungsfähigkeit. Es gab auch angesichts auch gerade der langen Historie von nicht eingehaltenen Klimafinanzierungszusagen eine Reihe vielleicht auch potenziell erfolgsversprechendere Vorschläge, wie zum Beispiel, dass so ein Treuhandfonds für Loss and Damage auch gespeist werden könnte durch eine Finanztransaktionssteuer oder durch eine Fluggastabgabe oder durch eine Klimaschadensteuer für die fossile Brennstoffindustrie. Stattdessen, also es gab eine Reihe von Vorschlägen, die sozusagen auch dem Polluter Pays Prinzip entsprochen hätten. Stattdessen hat sich der Ausschuss aber auf zwei Ansätze im Umgang mit Loss und Damage konzentriert. Der eine ist Disaster Risk Reduction, dabei geht es zum Beispiel um Frühwarnsysteme, also es geht darum, das Risiko zu minimieren, zum Beispiel durch Frühwarnsysteme. Der zweite Ansatz, der verfolgt wurde, ist Risk Transfer. Und das passiert dann zum Beispiel, indem das Risiko von Desastern auf Versicherungsinstrumente übertragen wird. Beide Ansätze, Risk Transfer und Risk Reduction, haben gemeinsam, dass sie natürlich keine finanzielle Entlastung für Länder des globalen Südens darstellen, weil die für diese Kosten hätten selbst aufkommen sollen. Und vielmehr sind sie ein cleverer Move seitens der Industrieländer, die Verantwortung wieder von sich wegzuschieben hin zum globalen Süden. Genau, aber die Frage ist natürlich, woran liegt das, dass die Interessen der Länder des globalen Nordens so überrepräsentiert sind, obwohl die Länder des globalen Südens deutlich in der Mehrzahl sind. Für gewöhnlich enden alle COPs mit so einem schönen Bild. Das war jetzt wahrscheinlich mit Corona nicht möglich, aber Staatschefinnen stehen gemeinsam nebeneinander auf Augenhöhe. Und tatsächlich sieht die Realität aber viel mehr so aus. Formal demokratisch verlaufen die Verhandlungen, sind die Verhandlungen auch gezeichnet, geprägt von diesem krassen Machtgefälle zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Länder des globalen Südens haben oft deutlich kleinere Delegationsgrößen und müssen mit Sprachbarrieren und technischen Barrieren umgehen. Und so auch im letzten Jahr bei der COP26 war es besonders schwer für Länder des globalen Südens, ihre Delegation nach Glasgow zu schicken, auch gerade wegen der Corona- oder der Pandemiebedingungen. Und trotzdem gelang es den Ländern des globalen Südens, also hier in diesem Fall der Verhandlungsgruppe G77 plus China, eine Verhandlungsgruppe von 130 Staaten, die 85% der Weltbevölkerung vertreten, sich auf einen Vorschlag zu einigen, der die Einrichtung einer Loss and Damage Facility gefordert hat. Und damit sollte sozusagen
ein wirklich wirksamer Mechanismus zur Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Loss and Damage etabliert werden. Letztendlich war der Widerstand der Industrieländer aber zu groß und diese Forderung wurde nicht in den Glasgower Klimapakt aufgenommen. Stattdessen wurde als sehr schwacher Kompromiss und sehr zu der Enttäuschung vieler Länder des globalen Südens ein Glasgower Dialog eingerichtet. Der Glasgower Dialog soll eine Plattform bieten, um Wege zur Finanzierung von Verlusten und Schäden zu erkunden. Und es bleibt sehr zu hoffen, dass es nicht bei einer Erkundung bleibt. Etwas hoffnungsvoller ist der Vorstoß der schottischen Regierung, die in den ersten Tagen der COP zusagte, 2 Millionen Pfund für Schäden und Verluste bereitzustellen. Und damit hat die schottische Regierung quasi ein Tabu gebrochen, weil sie nämlich das erste Industrieland ist, das sich wohlgemerkt noch freiwillig zu der Zahlung von Loss and Damage verpflichtet hat. Wir können uns aber sicher sein, auch gerade mit Blick auf die COP 27 dieses Jahr in Kairo, dass Länder des globalen Südens auch dort Loss and Damage auf die Tagesordnung bringen werden. Und das höchstwahrscheinlich unter ägyptischer Schirmherrschaft mit deutlich besseren Erfolgschancen. Forderungen nach Loss and Damage und reparativer Gerechtigkeit wurden aber nicht nur von den Delegierten laut gemacht. Sowohl in den Tagungshallen als auch auf den Demos rund um die COP wurden Forderungen wie Loss and Damage, Finance Now oder Show Us the Money von Aktivistinnen lautstark vertreten. In einer sehr berührenden Rede von Vanessa Nakate geht Vanessa Nakate, die Klimaaktivistin, auch auf diese Kampagne Show Us the Money ein. Sie sagt, Zitat, "It's time for our leaders to wake up. It's time for our leaders to stop talking and start acting. It's time to count the real costs. It's time for the polluters to pay. No more empty promises. No more empty summits. No more empty conferences. It's time to show us the money. It's time, it's time, it's time." Bislang fehlt hier in Deutschland aus meiner Sicht ein starkes Echo dieser Forderung, erstaunlicherweise auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Die dringende Notwendigkeit finanzieller Entschädigungszahlungen seitens des globalen Nordens können wir aber eigentlich gar nicht stark genug betonen. Loss und Damage im Kontext der internationalen Klimaverhandlungen sozusagen an Entschädigungsforderungen zu knüpfen, scheint mir trotz der enormen Hürden, die ich aufgezeigt habe, der Weg zu sein, über den das zweite Element reparativer Gerechtigkeit, also angemessene finanzielle Entschädigung, am ehesten verwirklicht werden kann. Reparative Gerechtigkeit hört da aber natürlich nicht auf, sondern erfordert auch, dass die beiden anderen Elemente adressiert werden. Entschuldigung und die Garantie der Nichtwiederholung. Reparative Gerechtigkeit fragt damit nicht nur nach dem Was, nicht nur was ist verloren, was muss repariert werden, was gilt es zu berichtigen, sondern reparative Gerechtigkeit fragt auch nach dem Wie. Wie konnte es verloren gehen? Wie muss repariert werden? Und wie müssen die Schieflagen auf der relationalen, also auf der Beziehungsebene, auf der institutionellen Ebene und auf der strukturellen Ebene adressiert werden? Und genau aus diesem Grund, weil reparative Gerechtigkeit materielle und immaterielle Reparaturen erfordert, bezeichnet die Reparationsforscherin Esther Stanford Sosai reparative Gerechtigkeit auch als transformatives Instrument. Und ich ende mit einem Zitat von ihr. "Reparation is mostly about making repairs, self-made repairs on ourselves, mental repairs, psychological repairs, cultural repairs, organizational repairs, social repairs, institutional repairs, technological repairs, economic repairs, political repairs, educational repairs, repairs of every type that we need in order to recreate sustainable societies." Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Emi, für deinen spannenden Vortrag und dass du uns mitgenommen hast in eine erstmal komplex und abstrakt anmutende Debatte und uns gezeigt hast, was hier auf dem Feld alles möglich ist und wie man eben über das abstrakte Moment von Klimagovernance rausdenken kann und wie man auch so einen utopischen Moment viel Politisches entnehmen kann. Also genau, danke für den kritischen Einblick in die Debatten um historische Schuld, Klimagerechtigkeit und die Ausblendungen, die auch in der globalen Klimapolitik immer dann passieren, wenn der materielle Druck besonders hoch wird und wenn anders als mit grünen Fonds vielleicht kein Business Case mit grünen Finanzflüssen zu machen ist. Genau, uns haben eine ganze Reihe Fragen schon erreicht und natürlich könnt ihr auch gerne über die Q&A-Funktion oder eben im YouTube-Chat auf noch weitere Punkte eingehen und wir sammeln und sortieren und im jetzt anschließenden Gespräch mit Emi greife ich gerne viel davon auf, damit wir eng an euren Fragen und Ideen angelehnt mit unserer Referentin weiter diskutieren können. Genau. Uns hat eine Verständnisfrage erreicht und damit würde ich ganz gerne einsteigen. Wie ist es mit dem Klimapass? Wie könnte man sich sowas denn im Allgemeinen vorstellen? Was ist das für ein Pass? Wie könnte der funktionieren und warum könnte er mehr Freiheiten und mehr Gerechtigkeit zusichern? Ja, also ich bin keine Expertin für den Klimapass, aber da gibt es ganz verschiedene Vorschläge. Ich glaube, Franziska, eigentlich wahrscheinlich kannst du dazu mehr sagen. Ich glaube, du hast dich damit mehr auseinandergesetzt. Aber also die Forderung ist natürlich letztendlich zum Teil einen universellen Pass einzuführen für Menschen, die aufgrund von Klimawandelfolgen migrieren müssen. Universell insofern, als das, und ich meine, das sind halt noch so die großen juristischen Fragen, die dahinter stehen, die geklärt werden sollen. Also universell im Sinne der Mobilitätsgerechtigkeit, dass Leute, die ihre Heimat verlieren, sich anders als das jetzt das Beispiel von Kiribati auch zeigt, aussuchen können, wo sie hinmigrieren. Ja, ich weiß, es gibt unterschiedliche Forderungen dazu oder unterschiedliche Modelle, Konzepte, in welche Form das exakt gegossen werden kann, juristisch. Aber da bin ich nicht so firm, das weiß ich nicht. Genau, also was mir darum noch bekannt ist, ist, dass so die Debatte um Klimapässe immer wieder geführt wird und auch im Bundestagswahlkampf mal kurz auftauchte, dass aber so auf der Ebene der Genfer Flüchtlingskonvention mit dem Thema ganz vorsichtig umgegangen wird, weil so die Sorge besteht, dass man dann die Box der Pandora öffnen würde, weil es so schwer nachzuweisen sei. Und ja, das ist bedauerlich, denn die Debatten um so einen staatenlosen Pass oder um einen Klimapass reichen im Prinzip ganz weit zurück in die 30er Jahre, wo eben damals schon mal eine große Anzahl Menschen staatenlos wurde und eben aus anderen Gründen ihr Zuhause verloren hat. Und daran könnte so ein Klimapass natürlich auch wieder anknüpfen und in einer wichtigen historischen Kontinuität auch stehen. Mhm. Genau. Wir haben jetzt so verschiedene Fragenkomplexe und die sich zum Beispiel mit Reparationen befassen, mit Loss and Damage, aber auch mit vielleicht so ein bisschen Ausblick auf die Aktivitäten von Klimagerechtigkeitsbewegungen. Und ich würde vielleicht erstmal so mit dem Thema Reparationen einsteigen. Du hast uns sehr deutlich gemacht, dass Reparationen ein sehr machtvolles Instrument sind, in dem viel Sprengkraft steckt und was einfach nochmal ganz andere Sachen ermöglichen kann, als es bei grünem Geld, grünen Fonds, grünem Crowdfunding oder so der Fall sein könnte. Und entsprechend ist mir persönlich bekannt, dass natürlich ganz häufig auch so eine relativ pauschale Kritik an Reparationen geäußert wird, die da ungefähr lautet, ja, das ist noch utopisch, einfach so Geld zu verschenken. Was würdest du Personen entgegnen, die sowas sagen? Also so utopisch ist es nicht, weil also Reparationen sind ja keine neue Erfindung. Reparationen wurden in der Vergangenheit ja auch bezahlt. Ein positives Beispiel, sage ich jetzt mal so, sind die Reparationen, die an den Staat Israel gezahlt wurden.
es wurden aber auch Reparationen oftmals oder sozusagen Entschädigungen gezahlt, Kompensationen an ja, sozusagen die Profiteure. Also wenn wir zum Beispiel an das Ende der Versklavung denken, die Abschaffung der Versklavung, dann wurden oftmals die Menschen, die in diese Plantagenwirtschaft investiert hatten, Menschen, die Plantagen hatten oder die irgendwelche Anleihen hatten, entschädigt. Dieses Prinzip der Reparation, der Kompensation, der Entschädigung ist so alt, würde ich vielleicht sagen, fast wie die Menschheit. Ich glaube, einfach auch, weil es so verknüpft ist mit moralischen Fragen und ethischen Fragen, die uns natürlich einfach auch schon bestimmt beschäftigt haben, bevor es dieses Konzept oder auch vielleicht auch als diesen juristischen Begriff auch gab. Die Frage ist natürlich, wenn wir so uns mit Blick auf Utopien, was ist utopisch, dann auch gerade, wenn es darum geht, eine klimagerechte Vision von der Zukunft zu entwickeln, dann glaube ich, ist es utopisch, davon auszugehen, dass das möglich ist ohne Reparationszahlung. Deswegen habe ich diese Zahlen und Karten gebracht, wir einfach von einem immensen Ausmaß an Klimawandelfolgen stehen. Dazu gehört natürlich Loss and Damage. Und das einfach droht, die Leben oder auch die Lebensgrundlagen von Menschen zu zerstören. Ich glaube, also du hast ja auch eingangs gesagt, Franziska, dass die Frage ist auch so ein bisschen, welche Utopien entwickeln wir? Und ich glaube, angesichts dieser Dimension der Krise, in der wir uns befinden, sind alle gerechten Lösungen zu einem gewissen Grad eine Utopie. Und zu gewissen Grad vielleicht auch, man könnte sagen, unwahrscheinlich oder unrealistisch oder schwer zu erreichen. Aber ich glaube, dass es jetzt in der Klimakrise wird es keine leichten Lösungen geben. Angesichts von Loss and Damage und diesen Billionenbeträgen, zum Teil auch Trillionenbeträgen, wenn man noch irgendwie Adaptation und Mitigation dazu rechnet. Also diese enormen Summen, die es braucht im globalen Süden. Also dafür lassen sich keine einfachen Wege finden. Und ich glaube, das Beste, was uns zur Verfügung steht, sind Utopien zu entwickeln, die die uns vielleicht auch erlauben, eine gerechtere Welt umzusetzen, zu realisieren. Ja, danke. Ich meine, für mich ist der Utopiebegriff ja auch sehr positiv besetzt und du hast ihn ja gerade auch nochmal ganz deutlich für die Klimapolitik erschlossen und gerettet, weil ich meine, ich würde immer sagen, dass in einer Politik, die als utopisch gebrandmarkt wird, ja eben auch immer schon Vorschein steckt von einer anderen, besseren, rechteren Welt, in der eben bestimmte Dinge auf eine Weise verändert werden, die man sich jetzt gerade vielleicht noch nicht komplett vorstellen kann, weil es eben eine so radikale Veränderung ist. Und in so einem Zusammenhang können wir ja eben auch Reparationen verstehen als etwas, was eben über die sonstigen Formen der Klimafinanzierung weit hinausreicht, weil es auf einer ganz anderen Begründungsfigur fußt, nämlich eben nicht auf dem konkreten Ausgleich oder der Schadensbegrenzung, sondern eben auf der Anerkennung von historischer Schuld und eben auf einer Politik, die, wie du ja jetzt ganz oft gesagt hast, eben auch nochmal moralisch fundiert ist. Und das macht ja auch nochmal einen Unterschied aus in der Art und Weise, wie und warum wir politisch handeln und mit welchen Normen wir das tun. Ich denke trotzdem so, dass es vielleicht gut ist, so das Thema Klimareparation noch konkreter zu fassen. Und ich habe mich deswegen so gefragt, was könnten Orte sein? Wo könnten Klimareparationen wirksam etwas verändern? Und warum oder wie reicht das weiter als jetzt irgendeine Zahlung von grünem Geld oder ein freundliches grünes Entwicklungshilfeprojekt oder so? Wie würden da Reparationen nochmal deutlich über solche Modelle hinausgehen? Was könnten da radikale Unterschiede sein? Ja, also ich meine, der radikale Unterschied erstmal auch zu der Klimafinanzierung ist natürlich, dass es im Sinne auch dieses erste Element der reparativen
Gerechtigkeit ja auch darum geht, eine Anerkennung herzustellen dieser historischen Dimension auch der Ungerechtigkeit. Und das ist jetzt auch vielleicht losgelöst von Versklavung und Kolonialismus, sondern einfach auch dieser historischen Dimension der Klimakrise. Und ich glaube, dass die Klimafinanzierung, zum Beispiel wie sie aktuell aussieht, die sich ja auch eher sozusagen an dem globalen politischen System orientiert, das wir haben, halt auch genau diese Gewalt, die da drin liegt, fortschreibt, indem Zusagen gemacht werden, die nicht eingehalten werden. 2009 war es das 100 Milliarden allein schon für den Green Climate Fund zugesagt wurden. Aktuell wurden 80 Milliarden oder werden 80 Milliarden irgendwie jährlich eingezahlt. Und ein Großteil davon sind Kredite. Also das müssen wir uns erstmal sagen, bewusst machen, dass also wie weit die aktuellen Maßnahmen und Vorschläge und Mechanismen entfernt sind von etwas, was wir als gerecht bezeichnen können. Und in diesem Sinne finde ich, mache diesen Reparationsbegriff beziehungsweise diesen Ansatz von reparativer Gerechtigkeit so wichtig, weil er genau da ansetzt, weil es genau darum geht, nicht nur nach dem Was zu fragen, sondern auch diese Strukturen und die Institutionen und die Prozesse zu hinterfragen, die diese Gewalt auf eine gewisse Art und Weise immer wieder fortschreiben. Auch zum Beispiel, und deswegen bin ich da so ins Detail gegangen bei dem Warschau International Mechanism, wenn es dann heißt, okay, hier, unsere Lösung ist jetzt, ihr ihr versichert euch einfach gegen Klimawandelschäden. Und wer profitiert am Ende davon? Wer erhält diese Versicherungsprämie? Ich meine, es sind ja keine gemeinnützigen Organisationen. Und andersrum, wer trägt die Kosten, um diese Versicherung zu bezahlen? Und ich muss da gerade an ein Zitat denken von Sarah Brecken, Sarah Brecken, die sagt, dass das wäre wie in dem Prozess zu sein, Menschen umzubringen und dann zu fragen, möchtest du noch vorher eine Krankenversicherung abschließen? Und ich glaube, deswegen braucht es einfach auch diese anderen Elemente von Klimagerechtigkeit. Deswegen braucht es eine Entschuldigung, die ja sozusagen beruht auf einem Reckoning, auf einem Anerkennen, auf einer Auseinandersetzung mit den Beschädigten. Ja, ich glaube jetzt die anderen Elemente der Frage habe ich jetzt vielleicht ein bisschen vergessen. Nee, aber ich finde, das drückt es sehr gut aus, warum das ganz konkret wirksam sein kann und ne, auch wie so die Begründungsfigur ist und warum das eben auch nochmal ein großer Unterschied ist zu anderen grünen Finanzflüssen, gerade auch durch den Punkt des Kredites. Jetzt hier auch ein paar Leute beschäftigt hat, ist so die Frage, oder ich rahme es mal so ein bisschen ein. Ich meine, wir haben ja in Deutschland inzwischen auch bedingt durch Black Lives Matter endlich viel intensivere Debatten über Deutschlands Rolle als ehemaliger Kolonialmacht und Debatten um Dekolonisierung. Und die neue entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen ist sogar mit der Forderung angetreten, dass die Entwicklungspolitik jetzt dekolonialisiert werden soll. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt geht, ob es da nicht einen epistemischen Widerspruch gibt, aber das werden wir jetzt in den nächsten Jahren sehen. Was könnte jetzt gerade so, also in dem Maße, wie sich Deutschland jetzt so seine Rolle als Kolonialmacht bewusster wird, was könnte da so die Rolle sein für Deutschland in Bezug auf Klimareparationen und die Rolle als ehemalige Kolonialmacht? So, das ist eine interessante Frage. Also ich meine, die Rolle könnte sein, ich meine, Deutschland hat ja einen wahnsinnigen Impact sozusagen auch, also in der internationalen Klimapolitik. Und ist da auf jeden Fall gerade auf der Seite der blockierenden Länder. Also ich habe ja auch diese Facility, Loss and Damage Facility erwähnt, die G77 plus
plus China versucht haben, durchzusetzen und zu realisieren jetzt bei der COP26. Und Deutschland gehörte nicht zu den Ländern, die sich dagegen gestellt haben. Also im Gegenteil, die EU hat ja auch insgesamt das mit Australien und den USA diese Forderung blockiert. Ich glaube, also ich finde die Frage sehr schwer zu beantworten, auch insgesamt, also auch vor dem Hintergrund, dass diese Auseinandersetzung auch gerade mit der deutschen Kolonialgeschichte nicht so weit fortgeschritten ist, wie wir vielleicht meinen, weil jetzt irgendwie Black Lives Matter in den letzten Jahren oder in den letzten anderthalb Jahren vielleicht etwas mediale Präsenz erfahren hat. Namibia zum Beispiel, Hirero Nama sind immer noch nicht entsprechend oder angemessen entschädigt für den Genozid, der an ihnen verübt wurde. Raubkunst ist immer noch hier in den ganzen Museen und füllt die Keller und Archive. Also ja, ich würde sagen, also der Weg ist ein weiter, aber ebenso, ich meine, ebenso gibt es ja auch einfach auf allen Ebenen Ansatzpunkte. Ich finde, also für mich ist dieser politische Weg halt gerade auch in den internationalen Klimaverhandlungen, wie ich ja gesagt habe, einer der zentralen letztendlich auch, weil es sich entfernen von dieser Entscheidung, also möglicherweise, ne, die muss natürlich dann mitgetragen werden, habe ich ja gesagt, anders ist es nicht möglich bei internationalen Klimaverhandlungen, aber es würde halt dann nicht mehr auf Freiwilligkeit beruhen. Und auch das, finde ich, ist ein Problem, was auch aus diesem Machtgefälle hervorgeht, dass es hier letztendlich immer eine Entscheidung ist, sich mit Loss and Damage auseinanderzusetzen oder so einen Pakt oder so einen Vorschlag aus dem globalen Süden zuzulassen oder sich mit der Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen oder ein paar Millionen für die Herero und Nama zu zahlen. Also, und ich glaube, davon müssen wir weg. Und da braucht es natürlich auch ja eine gewissermaßen eine Heilung des Rechts, weil wir natürlich auch gerade angesichts der Klimakrise und der Verteilung der Klimawandelfolgen sehen, dass das Recht hier sozusagen nicht greift, auch wenn es ja auch in dem Fall jetzt vom internationalen Recht ganz klar Polluter Pays Principle zum Beispiel verankert ist. Ja, jetzt komme ich so ins Schwafeln. Ich finde es sehr schön, was für einen Begriff du gerade geprägt hast mit Heilung des Rechtes, weil uns das natürlich auch zeigt, wie so die Grundlagen der herrschenden Rechtsordnungen eben an ganz bestimmten Punkten so Unsurveillance beinhaltet oder so wie du vorhin von Slow Violence gesprochen hast, weil das ja bedeutet, dass sich all die Instanzen, die sich mit Umweltzerstörung oder mit Ökozid befassen, ja auch längerfristige Prozesse besser betrachten müssen. Also ne, ich meine, so wie es zum Beispiel oft ganz schwer ist, die kompletten, also den Anfang und das Ende eines Ausrottungsprozesses zu sehen, ist das ja auch bei vielen anderen Folgen des Klimawandels so, dass sich Beginn und Ende und Verursacher und Betroffene nicht sofort klar identifizieren lassen. Und das steckt natürlich, also und von daher steckt irgendwie in so einer Formulierung von Slow Onset Events für mich auch ganz viel Potenzial oder eben viel Sprengkraft drin. Und das finde ich super interessant, weil es eben ja zeigt, welche Möglichkeiten es geben kann, mit der Rechtsordnung anders umzugehen oder nach neuen Normen zu suchen und ja eben auch überlegt, genauer zu überlegen, was so das Konzept Loss and Damage alles verändern kann, wie viel es freisetzt. Denn das ändert ja, also für mich ändert das super viel in der Art und Weise, wie Klimagovernance funktioniert, weil ja normalerweise viel, viel softer ist und da jetzt auf einmal ein Element drin ist, was sehr wirksam sein kann und was auch nochmal den Blick auf Jahrhunderte zurück schärft. Ja, absolut. Genau, ich würde da gerne auch noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen, weil du jetzt ja vorhin auch schon viel davon erzählt hast, dass es da Akteure gibt, die das energisch ablehnen und andere, die sich sehr dafür einsetzen und dann noch diese super interessante Sache mit der schottischen Regierung, die da auf einmal auch so als neue politische Kraft innerhalb Großbritanniens oder außerhalb Großbritanniens, wie man es nimmt, da sich ganz anders als erwartet verhält. Vielleicht hast du Lust, uns noch so ein bisschen was über diese Akteurskoalition zu erzählen,
Was sind die Gegenargumente von zum Beispiel Deutschland und anderen Staaten, Loss and Damage so vehement abzulehnen? Und wie trug sich das mit der G77 und China zu? Vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen an deinem Einblick in den Prozess teilhaben lassen, wenn du magst. Ja, also Deutschland, wie gesagt, hat sozusagen eine blockierende Funktion, hat sich, Deutschland hatte dann, es gibt noch den Santiago Network for Loss and Damage, das so eher für technische, so eine technische Kooperation oder technische Unterstützung mit Blick auf Loss and Damage für Länder des globalen Südens sozusagen bereitstellen soll oder vermitteln soll zwischen globalen Norden und globalen Süden. Und Deutschland, und ich frage mich tatsächlich, wie es dazu gekommen ist, hat gegen Ende der COP dann 12 Millionen Euro zugesagt für dieses Santiago-Netzwerk, das davor das Madrid eingerichtet wurde, bei der COP in Madrid, aber absolut gar keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt bekommen hat und damit letztendlich keine Wirkmacht entfalten konnte. Und da frage ich mich tatsächlich, also wie es dazu gekommen ist. Und interessanterweise ist das ja aber auch ein ganz anderer Impuls oder ein ganz anderes Signal als das von Schottland. Oder es gab auch, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber ein belgisches Bundesland, was einstelligen Millionenbetrag auch dann zugesagt hat für Loss and Damage. Also es war in Schottland und irgendwie ein Teil von Belgien, aber auch nicht, interessanterweise auch nicht die belgische Regierung direkt. Ich hätte mir die Frage aufstellen sollen. Weißt du mehr um die Gegenargumente, warum die Sorge so groß ist, sich da so sehr dafür einzusetzen? Ja, Deutschland ist der sechstgrößte historische Emittent. Also das könnte teuer werden. Und es könnte teuer werden. Es muss teuer werden. Und ich bin fest der Überzeugung, dass auch vielleicht auch mit diesen Gerichtsverfahren, vielleicht auch mit diesen Klagen, die jetzt angestrebt werden, zum Beispiel über internationale Gerichtshöfe oder diese Gutachten, das ist natürlich die Frage, wie die ausfallen, aber ich bin fest der Überzeugung, dass sich der Diskurs verschieben wird und dass wir weniger in den nächsten Jahren weniger von einer Freiwilligkeit ausgehen werden und viel stärker, glaube ich, auch diese Gewalt sichtbar gemacht wird oder thematisiert wird, die in dieser ungleichen Verteilung der Klimawandelfolgen und der historischen Verantwortung liegt. Ja, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass was sozusagen Australien, die USA, Europa verbindet, sind die historischen Emissionen, ist das Interesse dafür, keine Entschädigung zahlen zu müssen. Und das ist ja natürlich jetzt eigentlich auch ein damit bleibt ja auch die Tür offen, noch eines Weiter-Sos. Sollte es eine Anerkennung dessen geben, dass Kompensationszahlungen für, also entsprechend dieses Polluter-Pays-Prinzips fällig wären, dann hätte das natürlich auch in die Zukunft blicken, also auch für die Emissionen, die jetzt entstehen und die in den kommenden Jahren noch entstehen werden, die ja immer noch sehr hoch sind in Deutschland und in den anderen Industrienationen, dann hätte das natürlich auch Implikationen und würde bestimmt auch nochmal einen Einfluss haben auf die Wirtschaft oder auch die wirtschaftlichen Pfade, die jetzt für die nächsten Jahre, Jahrzehnte auf dem Weg hin zu einer dekarbonisierten Wirtschaft zur Verfügung stehen.
Genau, du bist, genau, ich meine, das ist ja schon eine fast positive Prognose und die Hoffnung darauf, dass eben so die jetzt immer mehr laufenden Klimaklagen auch bedeuten, dass sich da Rechtsordnung nochmal verschieben und dass sich da eben ein Bewusstsein für ja, die Notwendigkeit hier auf einer rechtlichen Ebene was zu ändern auch einzieht. Genau, im Prinzip sind wir ja nach der COP26 auch schon wieder auf dem Spurt hin zur nächsten COP, zur COP27. Und gibt es da bestimmte Hoffnungen oder Prognosen, die du hast, wie es mit dem Thema weitergehen könnte? Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen, wie die Kämpfe um die politische Agenda da gerade weitergeführt werden? Ja, ich glaube, dass die Hoffnung, also die Enttäuschung war natürlich groß nach der COP26. Hat sich ja nicht so viel bewegt mit Blick auf Klimafinanzierung. Es hat sich auch nicht so viel bewegt mit Blick auf Loss and Damage. Diese Einrichtung, dieser Loss and Damage Facility, wie gesagt, wurde ja, konnte nicht durchgesetzt werden. Ich glaube aber, dass sich das nächstes Jahr ganz anders gestalten wird. Ein Faktor wird sein, dass hoffentlich Länder des globalen Südens wieder auch mit größeren Delegationen teilnehmen können. Das war ja jetzt letztes Jahr sehr schwer, einfach aufgrund der enormen Kosten mit Hotels, Quarantänen, Flügen und so weiter. Und der Druck auf Seiten von Länder des globalen Südens steigt. Und das natürlich auch im Angesicht der Folgen, wirtschaftlichen Folgen, jetzt gerade der Pandemie. Und das sehen wir auch daran, dass jetzt bei der COP26 diese drei Inselstaaten, diese Gründung dieser Kommission verkündet haben. Das ist ja ein enormer politischer Schritt. Also letztendlich ist es das Abbrechen der Diplomatie. Das ist wie in einem Nachbarschaftsstreit, eine Klage anzustreben und nicht mehr zu dem Nachbar, der Nachbarin zu gehen und anzuklopfen und zu sagen, ist jetzt aber ein bisschen laut. Und das, ich glaube, also das darf nicht, das können wir nicht unterschätzen. Und für mich ist das ein sehr, sehr starkes Signal, dass der Druck auf Seiten von Ländern des globalen Südens, insbesondere von niedrig liegenden Inselstaaten, so hoch ist, dass diese Mittel, die vorher gegriffen haben, um diese Forderungen zu deckeln, glaube ich, nicht mehr so wirksam sein werden. Und da gibt es, also es war auf einer Folie, es gibt einen Report, der heißt Unfair Play, also da geht es auch um ein paar Mechanismen, die wirksam sind in den Klimaverhandlungen, die halt dafür sorgen, dass die Verhandlungsmacht oder auch die Verhandlungsposition von Ländern des globalen Südens oftmals also viel, viel schwächer ist. Dazu gehört die Delegationsgröße. Aber was ja auch öfter passiert, wovon Delegierte berichten, ist, dass Delegationen oder auch Länder, das fällt mir gerade nur das englische Wort ein, gebullied werden. Also sozusagen auch vielleicht angedroht wird, dass bestimmte Zahlungen dann an die Länder nicht mehr geleistet werden. Und das ist auch das, was ja vielleicht diesen drei Inselstaaten droht, die gesagt haben, dass sie jetzt diesen Weg einer internationalen Klage verfolgen werden. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass der Druck, und das sehen wir nicht nur mit Blick auf die Delegierten oder auf die Delegationen, sondern auch wenn, wenn wir uns angucken, welche Forderungen gerade auch sehr präsent sind in Klima oder bei Klimaaktivistinnen oder in Umweltorganisationen oder NGOs aus dem globalen Süden. Loss and Damage ist eins der Themen, die Forderung nach Reparation ist eins der Themen, das gerade immer wieder, also einfach sehr stark in den Fokus gestellt wird. Und ich glaube, das können wir nicht weiter ignorieren, beziehungsweise, und deswegen, und da finde ich auch den Ansatz reparativer Gerechtigkeit so spannend, dass wir uns ja auch die Frage stellen müssen, ne, was steht eigentlich dahinter auch? Also was haben wir eigentlich, oder was hat der globale Norden eigentlich auch zu verlieren,
wenn diese Gerechtigkeitsansprüche oder diese Forderungen nach reparativer Gerechtigkeit ignoriert werden. Und ja, Vanessa, ich hab das Zitat nicht mehr so ganz im Kopf, aber Vanessa Nakate fragt nämlich auch in dieser Rede, aus der ich einen Ausschnitt vorgelesen habe, ob, also gerichtet, adressiert sozusagen an die PolitikerInnen, ob sie kein Herz haben. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt irgendwie, der auch, ja, irgendwie sozusagen, der des Herzens oder der Menschlichkeit. Und das ist ja auch eine, also sozusagen, das sind ja Fragen, also, ne, die ich sozusagen angeschnitten habe, sozusagen, oder so betitelt habe, zusammengefasst habe als moralische Fragen. Aber es sind ja, wenn wir das so ein bisschen aufklappen, dann sind das Fragen von, ist ein Mensch im globalen Süden ein Mensch für mich? Und, ne, also wenn ich sozusagen gegen Reparationen bin, wenn ich gegen Loss and Damage einsetze, wenn ich gegen Entschädigungszahlung bin, gegen einen Klimapass. Also was passiert, was macht das mit dem Mensch? Was macht das mit der Menschlichkeit? Und ich glaube, das sind vielleicht auch Themen oder Perspektiven, aus denen wir uns hier im globalen Norden mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Also was passiert eigentlich mit uns, wenn wir so diese Grenzen, physische Grenzen, aber auch emotionale Grenzen hochziehen zwischen unserer eigenen Realität und der Realität von anderen Menschen im globalen Süden. Genau, also ich finde das sehr, sehr wichtig und sehr machtvolle Gedanken, weil es ja auch einfach aufzeigt, es gibt eine biopolitische Dimension, es gibt die Frage, wer soll leben, wessen Leben zählt mehr, wessen Leben zählt weniger. Und ich meine, das sind die Grundfragen, um die es bei jeder Art von der humanitären oder moralischen Politik auch gehen muss, und die werden sich, wenn wir nicht zum Beispiel in Form von Reparation handeln, eben in einer ganz krassen Drastik natürlich stellen. Genau, was du gerade schon gesagt hast, könnte einerseits schon ein sehr wichtiges Schlusswort sein, so auf der ja philosophisch-theoretischen und natürlich auch ganz praktischen Ebene, aber da das hier ja auch eine Vorlesung ist, die nicht nur von der Uni veranstaltet wird, sondern eben auch von Students in Fridays for Future, fände ich es auch wichtig, oder würde ich mich freuen, wenn du auch ein paar Überlegungen uns mitgeben könntest, was das Sprechen und Handeln zu Loss and Damage und zu Reparationen auch auf so einer bewegungsstrategischen Ebene bräuchte. Was wünschst du dir von Klimagerechtigkeitsbewegungen in diesem Jahr? Was wäre wichtig, damit das Thema noch besser durchgesetzt werden kann und nicht irgendwie politisch verloren geht oder zerrieben wird? Ja, ich glaube, dass viel Wünschenswertes offen, weil ich persönlich nicht sehe, dass in der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland Loss and Damage oder Reparation thematisiert werden. Oder auch, also ich meine, klar, es werden Menschen jetzt auch Klimaaktivisten zum Beispiel aus dem globalen Süden eingeladen, aber ich höre diese Forderung, die ja auch zum Beispiel Vanessa Nakate sehr stark vertritt. Ich sehe die nicht widergespiegelt in den Forderungen und Papieren der Klimagerechtigkeitsbewegung hier. Ich glaube, dass Druck auch gerade natürlich von Ländern des globalen Nordens auf Länder des globalen Nordens wahnsinnig wichtig ist. Und das ganz dringend dieser Begriff globale Solidarität, Klimagerechtigkeit, dass der mit Inhalt gefüllt werden muss. Und das, was AktivistInnen aus dem globalen oder Delegierte, zivilgesellschaftliche Organisationen aus dem globalen Süden sagen, ist, show us the money. ich glaube, es ist ja auch interessant, weil es an dieser Stelle auch um eine Umverteilung geht, nicht wahr? Es ist zu einem gewissen Grad leicht, von globaler Solidarität zu sprechen, wenn die sozusagen abstrakt bleibt. Und ich glaube, an dieser Forderung oder an dieser Unterstützung der Forderung kann ganz stark gemessen werden, welches Gewicht oder auch vielleicht welche Ernsthaftigkeit dahinter steckt.
Ja, danke. Also finde ich super wichtig, denn ich meine, ne, über Klimadiskurse können wir immer sehr viel reden und auch über Normen. Und ich wäre als Normforscherin die Letzte, die sagen würde, ja, alles Wortgeklingel. Aber es ist natürlich total wichtig zu gucken, also wie du sagst, show us the money, um welche Materialität es geht. Fließt denn da Geld? Was passiert mit den Zusagen? Und dann natürlich auch der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, die Zusage, dass man nicht wieder in solche klimakolonialen Muster zurückfallen wird. Das sind ja alles Punkte, um die es an der Stelle auch gehen muss. Und es gibt ne, ja auch eine ganze Reihe Projekte, bei denen uns eine Klimakolonialität wieder oder aufs Neue auffällt, sei es in problematischen Wasserstoffprojekten oder sei es in dem Namibia-Holzfeuerungsprojekt, was gerade in Hamburg läuft. Das sind ja eine Reihe Punkte, bei denen man auch ganz genau wieder hinschauen muss und eben genau nach solchen Mustern wieder gucken muss. Ja, genau. Wir würden für heute jetzt so langsam Schluss machen. Wir haben ja jetzt auch schon ganz schön lange diskutiert nach deinem Vortrag. Genau, wir sind ja alle super, super dankbar für so tiefe Einblicke in ein sehr wichtiges Thema, was in den nächsten Jahren hoffentlich deutlich an Bedeutung gewinnen wird und auf einer Agenda sinnvoll umgesetzt wird. Vielen Dank, dass du uns hier in all diese Debatten mitgenommen hast und mit vielen Beispielen gezeigt hast, worum es dabei geht und eben die Klimagerechtigkeitsperspektiven und eine BIPOC-Perspektive so intensiv eingebracht hast. Genau, wir freuen uns sehr, dass du da warst, da bist. Nächste Woche geht es weiter mit Antje Boetius zum Thema Ozean und Meeresschutz und auch mit noch einem kleinen Einblick von Dirk Notz zum Thema Thwaites Gletscher, wo sich ja gerade in den letzten Wochen abgezeichnet hat, dass da eine unglaubliche Beschleunigung von Klimakrisen drohen kann, falls dieser Gletscher viel schneller abschmilzt als gedacht. Und da wird uns Dirk Notz mit seiner IPCC-Expertise bestimmt und seiner meteorologischen Expertise natürlich bestimmt noch mal viele neue Einblicke liefern. Genau, wir freuen uns alle sehr, euch nächste Woche wieder zu sehen. Und Imi, wenn du Zeit hast, noch an unserer Nachbesprechung schnell teilzunehmen, posten wir hier den Link für dich gleich noch in den Chat hinein. Und alle anderen sehen wir nächste Woche wieder. Bis dann, viele liebe Grüße und bis bald. Tschüss. Ciao.